So, wir sind jetzt unterwegs nach Hause. Wir waren eben beim Turbo, wie heißt es nochmal, turbomotors24.de und haben unseren Turbo überholen lassen. Total die netten Jungs. Grüße geht nochmal raus, falls ihr das mal sehen. Auf jeden Fall haben die auch gesagt, dass die Dichtungen dort getauscht werden müssen. Das werden wir tun. Und dass bei dem ersten, bei der Inbetriebnahme, dass in den Turbo etwas Öl reingekippt wird. Weil, genau, und den Motor ohne, ich sag mal, ohne Zündung starten, also ohne Diesel. Damit der Turbo schön geschmiert bleibt. Genau bei der ersten Zündung. Ja, das wollte ich mir, das wollte ich jetzt noch gesagt haben. So, hab hier schon drei von den Einspritzdüsen rausgeholt. Die gingen relativ einfach raus. Ich habe hier die Bolzen erstmal rausgedreht und dann habe ich sie so ein bisschen links, rechts bewegt. So, genau. Und jetzt hole ich sie so ein Stück raus. Druckluft ist wichtig. Ein bisschen raus. So, und dann. Jetzt mal die Umgebung sauber machen. So sehen sie aus. Wurden schon vor kurzem sauber gemacht, sieht man. Die Dichtung sitzt ganz schön. Das passt. Also, wir schriften direkt. Und jetzt haben wir noch eine. Die war ein bisschen. Die ist ein bisschen fest gebacken. Ah, kriegt man aber schön raus. Guck mal. So ist schön. Hast du? Super. Ja, natürlich. Das Loch zu schützen, brauche ich einfach ein bisschen Hinterfilm rein. So. Und ich glaube, hier die Dichtung ist ein bisschen undicht, weil hier schon ein bisschen Diesel hochkommt. Man sieht es. Ich glaube schon. Guck. Nee, so muss sein. Nee, muss eben nicht sein. Aber egal. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht war nicht ganz. War nicht ganz fest. Drin. Irgendwas, ja. So, das kommt auch dahin. Wird später sauber gemacht. Jetzt kommt mein Ryobi Schlagschrauber zum Einsatz, den ich vor kurzem erst bekommen habe. Abgeholfen. Die habe ich schon mal vorgelöst. Wie? Deswegen sind die leicht. Hast du schon? Ja, ja, davor habe ich sie schon vorgelöst. Die habe ich ja auch schon vorgelöst hier. So, Zylinderkopfhaube. Ich glaube, check. Der kommt einfach raus. Das ist nichts. Die alle. Ja, das müsste es gewesen sein. О, шевец, все, 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 пошла, пошла. Ну, это шланг держит. Тут что-то мешает. Как я говорил, блин. Good, 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 good. Браза не комплект. Та-да! Vorsicht, Dichtung, Dichtung. Ja, wir kaufen eh eine neue. Vorsicht, Vorsicht. Ohne eine Klappe. Ja, aber geht. Geht, nur geht. Das ist ein bisschen zu, aber geht. Ja. Guck mal, Ansaug. Wurde schon sauber gemacht, guck mal. Ja, aber trotzdem dreckig. Hier, guck. Viel. Nee, ist nicht viel. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja. Hier wurde tatsächlich schon sauber gemacht. Und dann ist okay. Das ist ganz gut, dass hier schon mal gemacht wurde. Hier muss man alles wegkratzen. So, ich werde jetzt erstmal alles sauber machen. Und wir werden uns dann gleich sehen, wenn alles so sauber ist, dass ich damit zufrieden bin. Um das ganze Ruß aus dem Ansaugtrakt unten rausholen zu können, ne? Guck mal, bis dahin kann ich dann damit reingehen, habe ich hier den Staubsauger einfach einen Gartenschlauch ein Stück rausgenommen, stecke das hier so rein und mache es gleich mit Panzerband fest. Hier unten habe ich noch so Sachen, also Kerbungen reingemacht, damit er von den Ecken überall alles aufsaugen kann.
Ja, und jetzt mache ich das einfach hier luftdicht mit Panzerband verschließen. Und schon haben wir Rußsauger 5000. Alles weg ist. Ha? Alles weg ist. Ja, nee, ich muss doch kratzen, dann fallen Sachen rein und dann sauge ich das ja alles auf. Machen wir hier so. Jetzt machen wir, jetzt haben wir eben keine Angst, dass es da reinfällt, weil wir saugen alles auf. Ne? Komm mal schön diese Flächen von den Dreiklappen super sauber machen. So, bin jetzt soweit fertig. Schau mal. Ich habe das jetzt alles soweit sauber gemacht und die Dreiklappen wieder eingebaut, dass hier alles absolut ohne Widerstand läuft. Die gehen sogar ein Stückchen weiter zurück, wo sie eigentlich nicht mehr hin müssen. So, also absolut ohne Widerstand. Und hier ist auch, ich sag mal, zufriedenstellend alles sauber. So, habe jetzt auf jede Nocke so muss es sein. Noch mal ein bisschen Frischöl draufgepackt, weil ich sie eben sauber gemacht habe. So, na, sieht man überall. Genau, und jetzt bin ich eigentlich fertig mit dem bin ich bereit, alles zusammenbauen. Hier ist auch alles schön trocken und sauber. Hier ist auch schön sauber, soweit natürlich es ging. Ja, bauen wir das Ganze zusammen. Wie gesagt, wenn die Dichtung anfängt zu lecken, oder, ja, dann werden wir das noch einmal erneuern. Aber dafür werde ich jetzt erstmal die Dichtungen bestellen. Die sind ja noch nicht gar nicht bestellt. Nummer 3. So, Nummer 3, 1, 2, 3. Das war's erstmal.